Natürlich kann man so ein Werk auch nur mit besonderen Musikern spielen. Rachmaninow erfuhr vom sehr überraschenden Tod seines großen Mentors Tschaikowski. Trio ist eine ganze Bandbreite von Gefühlen, die diesen Verlust für ihn beschreiben. Verzweiflung, Wut, aber auch Hoffnung. Das ist eine ganz tolle, inspirierende Arbeit für uns die ganze Zeit. Wir sind das Klaviertrio Hannover.